wenn der Ladedruck einmal kurz weg ist, dann sind die 1155 Kubik einfach tot. Jetzt kommen wir zu den Eckdaten, was unser Saxo RP 5.2 im Moment hat. Ihr wisst ja, Frontantrieb, wir liegen ungefähr bei 790 Kilo. Wenn er voll tankt ist, hat er irgendwo knapp 800, also irgendwo 798, 797. Wir haben 1155 Kubik Turbo geladen und liegen in etwa bei 400 PS und 390 Newtonmeter. Wir haben schon am Prüfstand auch deutlich über 400 PS gehabt, haben das aber dann auf ungefähr 400 PS eingeschränkt und die maximale Motordrehzahl sind 9000 Umdrehungen. Jetzt kommen wir zu den Vor- und Nachteilen von dem System. Vorteile ist eigentlich selbstsprechend. Wir haben ein leichtes Auto, wir haben viel Leistung. Wir sind aerodynamisch relativ gut aufgestellt und somit ergibt sich ein gutes Leistungsgewicht und Kurvenlage und so weiter. Schwerpunkt ist relativ niedrig und somit sind wir auf schnelle Strecken mit viel Grip und so weiter relativ konkurrenzfähig. Die Nachteile liegen bei dem System natürlich auf der Hand. Durch das, dass wir, wie gesagt, 400 PS in etwa haben, ein relativ kurzes Drehmoment, wenig Hubraum und nur Frontantrieb, jetzt haben wir einfach das Problem, dass wenn Leistung da ist, erster, zweiter Gang so viel Leistung da ist, dass die Vorderradl mit dem überfordert sind. Somit muss ich das ein bisschen mit Traction Control im Griff halten, weil du bist am Gaspedal einfach immer hinten nach. Du kannst das nicht regeln. Und zweitens ist, wenn der Ladedruck einmal kurz weg ist, dann sind die 1155 Kubik einfach tot. Dann ist da nichts. Also dieser Motor lebt nur von Ladedruck und Drehzahl. Das sind eigentlich dann die Vor- und Nachteile. Das heißt, auf einem engen Kurs, wo ich mehr oder weniger viel erster, zweiter Gang, obwohl das Auto ja leicht ist, aber du durch viel erster und zweiter Gang hast, wo die Traction Control viel arbeiten muss, dort sind wir eher dann nicht so konkurrenzfähig wie auf einem schnellen Kurs, wo viel Traktion ist und ich die Leistung und das gute Leistungsgewicht einfach besser ausnutzen kann. Eine Kleinigkeit, was mir ein bisschen am Herzen liegt, dass ich euch einmal mitteile, ist, das ist ja eigentlich relativ schön gemacht alles, nur die eine Abdeckung trübt das Bild in meine Augen ein bisschen. Wir haben eh viel gerätselt, wie wir das hinkriegen, es geht aber leider nicht anders, weil der Turbo und der Krümmer so viel Energie und so viel Hitze erzeugen, das glüht alles da unterhalb. Jetzt haben wir das Problem, dass bei der Motorhaube die Pickel und den Lack aufstellt, wenn das dann steht, das Auto. Wir kriegen die Hitze einfach, diese Glut einfach dann nicht weg und darum haben wir da einfach eine kleine Platten mit Hitzeschutzbändern gebaut, die was die Hitze einfach ein bisschen fernhält von Lack und Kleber, dass wir da nicht jetzt mal eine neue Motorhaube bauen müssen.